herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Goalieboot und willkommen zurück, lieber Kondor, Oberstabsgefreiter Kondor meldet sich zum Stream. Der Pommes-General beim nächsten Dienstgrad bist du Unteroffizier wie Doggy, glaube ich, ne? Genau, Doggy ist Ofts, du bist Ofts, du bist Oberstabsgefreiter, also Pommes-General. Servus Carsten, willkommen zurück. So, und jetzt soll es aber ein Sieg werden. Und es ist tatsächlich amtlich. Freiburg holt 3 Punkte in Kaufbeuren. Wichtig. Und die Dresdner Eislöwen, nach der 2:1-Führung gab es noch ordentlich Gegenfeuer und man verlor 2:6 gegen die Lausitzer Füchse. Schreib einfach bei Toppers, dass du über ein Gewinnspiel... Deutsch, Doggy. Altauer. Schreib einfach, dass du beim Gewinnspiel auf meinem Twitch-Kanal folgenden Pulli gewonnen hast. Deine Adresse dazu und aber bis heute nichts angekommen ist und die mal gucken sollen. A, ist es schon raus, was ja eigentlich so sein müsste, hatte mir Tommy geschrieben. Und B, wo das ist. Und Couture. Frühe Führung für die San Jose Sharks. Ilya Kowalczuk. Ab Wenberg. Würde ich nicht sagen. Brauchst du nicht. Ingame-Name. Einfach den richtigen Namen mit deiner richtigen Adresse. Da finden sie es dann, glaube ich. Aber das ist sehr seltsam. Dungeon hat nämlich das T-Shirt auch schon gekriegt. Gesehen habe ich es nicht, Kass. Bin ja am Stream gewesen. Müsste es, glaube ich, eigentlich auch geben, oder Hightower? Weil ins Ausland... Boah, Mann! Oh. Goalie Mode ist heute nix für mich. Nicht wirklich Glück. Bjorkstrand. Das Problem ist halt von den Columbus Blue Jackets, sie brauchen zu viele Chancen vorne für zu wenig Effektivität. Nix, Gondor. Ligo ist mittlerweile Admiral. Also Ligo ist der höchste Dienstgrad der Bundeswehr. Hightower ist Stabskapitän, Leutnant. Der hat sich auch um 3 Dienstgrade nach oben gepusht. Putli ist mittlerweile Soldat und Chaos Nips ist Hauptgefreiter. Und dann halt nur die 1290 Subscriptions noch. Und Lindholm auf Zuccarello. Dubois. Bjorkstrand. Strafzeit gibt's gegen San Jose. Deshalb kann ich raus. 6er Feldspieler, aber jetzt die San Jose Sharks am Puck. So, 2 Minuten Überzahl. Da muss doch langsam mal was passieren. Waren wir nicht, war bloody. Genau. Also 0:2. 5 Schüsse, 2 Tore. Das ist unterirdisch. Schade, 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 schade. Czernak. Kotkov. Wenberg, Dubois. Stimmt, ihr beiden seid die Unschuld vom Lande, das stimmt.
1-1 beim KV. Danke, Kass. Wer hat geführt? Ah, ein bisschen Kondor. Oh, der muss rein. Jetzt. Oh, da will er abfälschen. Das gibt's doch nicht. Zwei Riesenmöglichkeiten für die Columbus Blue Jackets. Yes! Dupuis! Nice! Da ist es! Powerplay-Tor 1-11 gespielt! Im Mittelabschnitt! Jawoll! Iserlohn nach Überzahl, also Griffin ausgeglichen, sehr nice. Willkommen, ich habe den Boss verhauen und habe gewünscht, dass unser alter Blackie, unser aller Blackie-Boss wird. Alles klar, Chaos. Willkommen zurück. Eigentlich hauptgefreiter Chaos. Obergefreiter Chaos-Nips meldet sich zum Stream. Tanner Pearson spielt bei den Sharks. Das ist eine Überraschung. Tanner Pearson bei den Sharks. Wahnsinn. Kowalczuk auf Lindholm, wieder auf Kowalczuk. Zucker. Brackel, oh, schade. Oh, Strafzeit wird es geben. Ja, völlig zu Recht. Boah, schön. Safe. Sehr geile Geste, Hightower. Milano, weg damit. Schlechtes Bild? Wie schlechtes Bild, Kondor? Und Pearson. Setzt sich da an der Bande durch. Und den behalte ich. Eine Minute noch Unterzahl. Clutterbuck. Und jetzt einfach. Boah, schön! Tja, da ist es 1-3. Kirk, Murray und Rackel. Alles klar, Katze, dir auch einen guten Rutsch. Und bleib wie du bist, komm gut rein. Bei der Kamera bei dir sieht etwas komisch aus. Was sieht da komisch aus? Also bei uns läuft es normal. Gibt's Kanu Fink? Alter. Holy shit.
Saul Wenberg. Sehr schön auf Zucker. Oh, Jones. Guter Glove Save von Martin Jones. Myon Kane auf Roy. Jetzt aber kommt, schade. Kowalczuk, Wenberg. Oh, Leute, 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 Leute. Deshalb muss ich mal 1,45 hoch. Kein Problem, Doggy, alles gut. Bist da, wenn du da bist, bist nicht da, wenn du nicht da bist. Oh, gibt wieder eine Strafe. Columbus etwas undiszipliniert im Moment. Sehr gut. Murray gegen Kane. Passt es ja wieder, Condor. Und Hayes. Alles klar, Zay. Rocco. Ah, wir brauchen die Tore. Minuten noch. Zwei Tore brauchen wir noch und wir sind wieder zu fünft. So, das war's. Goalie Mode läuft heute nicht so. Columbus ist halt wieder absolut ungefährlich da vorne. Deshalb stelle ich sie trotzdem nicht um. Auch mit der anderen Ansicht hätte ich da keine Chance. Hayes.
Atkinson. Auf Bjorkstrand und Hayes. Viertelstunde noch. Wir haben Überzahl ohne Ende, aber es passiert einfach nichts. Alibi, Alibi, Alibi. Und Murray. Klopp das Ding einfach nach vorne. Bjorkstrand. Und Atkinson. Wieder Hayes, wieder Jones, kein Problem. 4 Minuten hatten wir, glaube ich, Powerplay, ne? Vier Minuten Powerplay und da ist nichts von Columbus. Absolut gar nichts. Und den Turm auf Dubois. Und Jones. Wenberg auf Kowalczuk. Eigentlich stehe ich nicht schlecht da. Aber irgendwie findet er wieder den Weg 1-5. Das war's. Danke, Kass. Ja, dann brauchen wir das auch nicht fertig spielen. Ultra schlechte Leistung. Servus, David. So. Columbus auf der 3. Noch ist der sichere Playoff-Platz drin, aber die New York Islanders sind schon auf dem Weg. Carolina 2 Punkte vor uns, dann die New York Rangers auf der 1. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst mal ein Like da. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.